der Jugendleiter-Podcast. Tipps und Ideen für deine Jugendarbeit. Willkommen zu dieser Ausgabe des Jugendleiter-Podcasts, deinem Podcast mit Tipps und Ideen für die Gruppenstunde und das Ferienlager. Jugendarbeit ist Teamarbeit und in solchen Teamarbeiten läuft es nicht immer problemfrei. Das heißt, es kann immer wieder vorkommen, dass es Probleme im Team gibt, die die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen belasten, aber die vor allem die Arbeit unter den Jugendleitern belastet. Und solche Probleme sind nicht gut und die sollten vor allem nicht sich auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, also euren Teilnehmern, auswirken. Daher müsst ihr unbedingt daran arbeiten, solche Probleme innerhalb eures Leitungsteams aus der Welt zu schaffen. Wie euch das in 7 Schritten gelingen kann, möchte ich euch in dieser Episode des Jugendleiter-Podcasts vorstellen. Zuallererst müsst ihr diese Probleme natürlich erkennen und einen Rahmen schaffen, in dem ihr diese Probleme diskutieren könnt. Dieser Rahmen sollte möglichst außerhalb von allgemeinen Aktionen eurer Jugendarbeit sein. Das heißt, während einer Aktion selbst diese Probleme aus der Welt zu schaffen, wird schwierig, ist nicht unmöglich, aber es sollte auch nicht einfach so am Rande passieren, sondern ihr müsst euch diesen Rahmen ganz bewusst schaffen, ihr müsst euch Zeit nehmen, um die Probleme anzusprechen und zu diskutieren. Das heißt, Punkt 1, Rahmen schaffen. Danach müsst ihr erstmal evaluieren oder erarbeiten, welche Themen denn gerade aktuell sind, die für diese Probleme sorgen. Also ihr müsst die Themen identifizieren und am besten in irgendeiner Form visualisieren. Das heißt, vielleicht auf Karten aufschreiben, an einer Tafel oder, damit ihr wisst, okay, wo hapert es denn wirklich? Dann müsst ihr priorisieren, was sind die wirklich großen und dringenden Probleme, die jetzt diskutiert und die an denen gearbeitet werden sollt. Ihr müsstet diese Themen dann nacheinander durchsprechen und bei dem Durchsprechen muss jeder, und damit meine ich wirklich jeder aus dem Team, den Raum haben, seine Sichtweise darzustellen. Was sieht er als Problem dabei? Was sind die Faktoren, die für Probleme sorgen? Und so muss ein gegenseitiges Verständnis dafür geschaffen werden, dass es diese Probleme gibt und wie diese Probleme wahrgenommen werden. Nachdem also jeder seine Sichtweise dargestellt hat, könnt ihr gemeinsam Lösungen entwickeln. Ihr habt nun auf dem Tisch hoffentlich relativ klar, was als Problem wahrgenommen wird. Das sind ganz oft bestimmt so kommunikative Aspekte auch. Und dann könnt ihr an Lösungen arbeiten. Wie können diese Probleme aus der Welt geschafft werden? Wie können sie verhindert werden? Und ja, was für Tools, was für vielleicht auch Methoden können euch in eurer Arbeit helfen, um diese Probleme zu vermeiden oder immer schnelle Lösungen für die Probleme zu entwickeln? Und ja, wenn ihr diese Lösung entwickelt habt, solltet ihr in irgendeiner Form relativ verbindliche Vereinbarungen treffen. Wie könnt ihr diese Tools, diese Methoden implementieren? Wie könnt ihr daran diese einsetzen, dass sie euch wirklich helfen? Ihr schafft also eine Vereinbarung und dadurch Verbindlichkeit, dass diese Probleme durch die Methoden, die ihr ausgesucht habt, nicht wieder entstehen. Damit seid ihr schon fast am Ziel. Natürlich solltet ihr nach einiger Zeit evaluieren. Das heißt, ihr müsst relativ verbindlich schon festlegen, okay, nach 4 Wochen, nach 3 Tagen oder im nächsten Jahr gucken wir darauf, ob es nun besser läuft. Das heißt, es braucht dann auch eine Ansprechperson, die das Ganze im Blick behält, die nach der vereinbarten Zeit vielleicht wieder einlädt, die einen Termin macht oder die das Thema einfach wieder auf die Tagesordnung bei euch holt und sagt, hier, wir wollten diese Probleme nach der Zeit nochmal evaluieren. Wie sieht es aus? Sind die Probleme aus der Welt geschafft? War das hilfreich? Ist es nützlich? Wo müssen wir nachsteuern? Wo braucht es vielleicht andere Methoden? Mit diesen Tipps hoffe ich, dass Probleme im Team bei euch angesprochen und gelöst werden können. Wenn du noch mehr Ideen dazu hast, dann kannst du mir gerne eine E-Mail an daniel@jugendleiterblog.de schreiben oder du schreibst mir auf Facebook oder Instagram. Und ja, dann gucke ich mal, wie ich das Thema aufbereiten kann für euch. Wenn du mehr Tipps oder Ideen für die Jugendarbeit brauchst, dann kannst du diese im Blog bei mir finden, hier im Podcast oder auch im Jugendleiter-Newsletter. Mehr dazu findest du jeweils im Blog. Und ja, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, würde ich mich sehr freuen. Mach's gut, bis bald.